Darfst du mit deinem bestehenden Gewerbe Gründungszuschuss beantragen, ist heute die Frage. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Institut für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Und bundesweit begleiten wir jedes Jahr mehrere hunderte Menschen dabei, auch den Gründungszuschuss erfolgreich zu beantragen. Kannst du mit deinem bestehenden Gewerbe Gründungszuschuss beantragen? Nun, die Antwort lautet Jein. Nein, deshalb, weil du mit einem Vollerwerb nicht mehr verfügbar bist. Wenn du allerdings bei der Gewerbeanmeldung darauf achtest, bei der Frage Nummer 16 mit Ja anzukreuzen, also wollen Sie diese Gewerbetätigkeit im Nebenerwerb ausüben, nun, dann bist du unter 15 Stunden damit verfügbar, kriegst ALG 1 und auch den Gründungszuschuss. Das bedeutet, du kannst also auch jetzt gefahrlos dein Gewerbe schon anmelden, online oder direkt im Gewerbeamt, aber als Nebenerwerb. Die Herausforderung ist nur, wenn du dich freiberuflich schon mal gemacht hast, wenn du also ein Bestandsunternehmen hast, vor einigen Jahren eine Selbstständigkeit angemeldet hast, nach den Listenberufen, also Freiberufler bist beim Finanzamt, dann gibt es als Freiberufler diese Anmeldemöglichkeit nicht über eine Gewerbeanmeldung, sondern du füllst deine steuerliche Erfassung aus und reichst das dem Finanzamt ein. Die wollen Umsätze, Gewinne und ein paar Kontaktdaten wissen. Aber was sie nicht wissen wollen, ob du im Voll- oder Nebenerwerb tätig bist. Deshalb kann also eine bestehende Freiberuflichkeit schon den Antrag auf Gründungszuschuss gefährden, weil das Arbeitsamt sagt, oh, wir haben eine freiberufliche Tätigkeit, die scheint in Vollzeit gewesen zu sein und deshalb sind sie nicht verfügbar und deshalb gibt es auch keine ALG 1. Wie kannst du das Problem lösen? Nun, du kannst dem Finanzamt ein formloses Schreiben senden, wo drin steht, dass du deine freiberufliche Tätigkeit seit 1.1. des Jahres nur im Nebenerwerb ausübst, also weniger als 15 Stunden und hast so in der Hand ein Dokument, was du als Beweismittel der Agentur für Arbeit vorlegen kannst, um nachzuweisen, dass du verfügbar bist. Und sicherlich kann es auch jetzt schon für dich Sinn machen, wenn du 3 oder 4 oder 5 Monaten den Gründungszuschuss beantragen willst und starten willst im Vollerwerb, vielleicht heute deinen Nebenerwerb anzumelden. Nun, dafür sprechen 2 oder 3 Gründe. Der erste Grund ist, du kannst sofort Rechnung stellen, du kannst schon erste Kunden gewinnen und fakturieren, dem Arbeitsamt zeigen, dein Geschäftsmodell funktioniert. Der zweite Grund ist, dass du alle Kosten, die du jetzt hast, schon absetzen kannst, die Vorsteuer dir erstatten lassen kannst, du hast eine Steuernummer und du bist schneller einsatzbereit, wenn es dann losgeht. Und der dritte Grund ist, du kannst sofort auch Fördermittel beantragen, zum Beispiel über die BAFA, das Förderprogramm Förderung unternehmerischen Know-hows. Du kriegst dann zwischen 50% bis 90% auch Zuschüsse für die Beratung. Und solltest du Beratung wünschen bei diesem Prozess, um die Wahrscheinlichkeit der Bewilligung auf über 90% zu setzen, von insgesamt ca. 10.000 Euro, so lade ich dich ein, auch einen Gutschein jetzt zu nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch mit uns. Denn wir helfen dir dabei, die Templates zur Verfügung zu stellen, die fachkundige Stellungnahme zu machen und auch den Antrag so zu prüfen, dass er bewilligt werden kann. Gerne kannst du also jetzt unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch, diesen Kanal abonnieren und uns gerne weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Projekt und Vorhaben, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.